Guten Abend, liebe Kämpferinnen und Kämpfer, für einen vernünftigen Bahnhof, für eine lebenswerte Stadt und für einen demokratischen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Im Auftrag von Attac Stuttgart möchte ich euer Augenmerk auf ein drohendes Unheil richten, das derzeit im Verborgenen heranwächst und daher einen Schwerpunkt unserer gegenwärtigen politischen Arbeit darstellt. Es heißt TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, und es handelt sich um ein sogenanntes Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und der USA, das derzeit hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Ich habe mir gedacht, dass ihr dort schon genauer hinhört, denn sowas kennen wir ja wohl schon. Und ich möchte zwischendrin darauf hinweisen, dass jetzt Attacis von uns unter euch unterwegs sind und weitere Informationsmaterialien dazu verteilen. Außerdem möchte ich auf unsere Homepage hinweisen, www.attac.de. Aber jetzt lasst mich deutlicher werden. Worum geht es nun dabei? Es geht dabei unter anderem, und auf diesen Aspekt möchte ich mich hier und heute beschränken, es geht dabei unter anderem um nichts mehr oder weniger als den Schutz der Profitinteressen ausländischer Investoren, wechselseitig in den USA der Investoren aus der EU und umgekehrt, vor den Auswirkungen möglicher Gesetzesänderungen. Ja, ihr habt ganz recht gehört. Sollte ein beteiligtes Land die Frechheit haben, Gesetze so zu ändern, dass sich dies nachteilig auf die Interessen von Investoren auswirken könnte, dann soll eben diesen ein Recht auf Schadenersatz zugestanden werden. Aber das ist erst der Anfang. Die interessierten Investoren brauchen nämlich nicht etwa vor einem ordentlichen Gericht klagen. Nein, nein. Dafür soll es besondere Schiedsgerichte geben. In diesen sollen private, hochbezahlte Juristen tätig werden, als angeblich unabhängige Fachleute. Also mit unabhängigen Fachleuten kennen wir uns hier auch gut aus. Das erinnert ein bisschen an die Ratingagenturen, die ebenfalls ohne jede demokratische Legitimation ganze Volkswirtschaften in die Krise stürzen können. Jetzt wird schon ein wenig verständlicher, warum die EU-Kommission die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden lässt. Es ist ja viel besser, wenn die Experten aus Politik und Wirtschaft ungestört unter sich bleiben können, ungestört vor der Öffentlichkeit, in der ja eh nur Vorurteile jeglichen Sachverstand verdrängen würden. Zweifellos haben wir es also mit einer marktmäßigen Schweinerei zu tun, aber wo besteht denn der Zusammenhang zu unserem Protest gegen Stuttgart 21? Nun, ist es nicht so, dass unser Kampf schlussendlich auch darauf abzielt, zukünftig solche Großprojekte einer viel stärkeren demokratischen Kontrolle mit umfangreichen Elementen direkter Demokratie zu unterwerfen? Da seht ihr, da haben wir schon, wie schnell kann da das heilige Profitinteresse in Mitleidenschaft gezogen werden? Und dann geht's ab zum Schiedsgericht. Für alle, die das nicht glauben wollen, die das für eine übertriebene Vision halten, habe ich nur eine kleine Geschichte. Gegenwärtig ist es nun nicht so, dass der Energiekonzern Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland auf einen Schadenersatz von 4 Milliarden Euro etwa verklagt. Vor einer internationalen Schiedsstelle. Warum? Weil unser Parlament den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat, ohne Vattenfall zu fragen. Und auf welcher Grundlage?
auf der Grundlage des Investitionsschutzes in der europäischen Energiecharta. So viel dazu. Falls es euch wegen der bevorstehenden Europawahlen interessieren sollte, von unserem im EU-Parlament vertretenen Parteien gibt es genau zwei, die TTIP ablehnen. Ganz eindeutig die Linke und mit ein wenig Eierei immerhin auch die Grünen. Konservative und Sozialdemokraten hingegen haben im Koalitionsvertrag festgelegt, ich zitiere, genauso wie den Erfolg der Verhandlungen der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP, streben wir auch den zügigen Abschluss weiterer Handelsabkommen mit dynamisch wachsenden Schwellenländern an. Und jetzt fragt bitte nicht wofür, weil ihr es schon wisst, weil das alles uns angeblich ein sagenhaftes Wirtschaftswachstum mit Unmengen von Arbeitsplätzen bescheren solle. Und wir, wenn ich zum Schluss hier mal unsere Bundeskanzlerin zitieren darf, eine marktgerechte Demokratie brauchen. Das ist der Begriff, den sie benutzt. Eine marktgerechte Demokratie. Wir wollen aber keine marktgerechte Demokratie. Wir wollen eine demokratiegerechte Wirtschaft. Wir wollen keinen Bahnhof im Keller und keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Und im Übrigen kommt unser Wirtschaftsminister Gabriel morgen zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Schlossplatz. Da kann man ja vielleicht mit ihm über TTIP unter anderem diskutieren. Ansonsten bleiben die kühlen Köpfe und die klugen oben. Tschüss und danke. Vielen Dank, Herr Schauenburg. Kurz und deutlich. So haben wir es gerne hier.